Dieses vor kurzem in Betrieb genommene Solarkraftwerk in Waldalgesheim hat die Firma Juwi gebaut. Das inhabergeführte Unternehmen in Wörstadt muss sich um Shareholder, Börsenkurse und schnelle Renditen keine Gedanken machen. Hier setzt man seit Jahren auf gesundes Wachstum, das auf realen Wirtschaftswerten beruht, nämlich regenerativen Energien. Mit der Finanzkrise geht man hier entspannt um. Werte wie Verlässlichkeit, Ethik, Ökologie, langfristig stabile Projekte, die gewinnen durch die Krise. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass die erneuerbaren Energien eindeutig zu den Gewinnern nach der Krise gehören werden. Bei Juwi glaubt man fest an die ökologische Weltrevolution, trotz Finanz- und Wirtschaftskrise. Rückenwind kommt durch ihn, Barack Obama. 150 Milliarden Dollar will er in die Ökoindustrie pumpen und 5 Millionen neue Jobs schaffen. Werden die USA durch ihn womöglich sogar zum übermächtigen Konkurrenten? Das Signal ist klasse, das Obama setzt, weil er die erneuerbaren Energien mit quasi Prio 1 auch belegt für sein Land. Und es entsteht da keine Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, es entstehen Märkte für europäische und deutsche Firmen und auch für uns. Es wäre auch fatal, wenn die Finanzkrise alle anderen Probleme in den Hintergrund drängen würde. Ressourcenknappheit, Klimawandel oder die Armutskrise.